Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play Fiesta Online. Ja, wir sind gerade in Eldarine. Ich weiß gar nicht, warum wir da sind. Aber das ist jetzt erstmal auch eine Nebensache. Ich glaube, ich war... Ja, das kann ich alles hier verkaufen. Alles Crap ohne Ende. Was haben wir denn hier? Oh, schwarzes Brett. Bla, hier findest du alle verfügbaren Missionen. Missionen. Oha. Das sind ja ganz schön viele Sachen hier. Verlob, Jägerladen. Goldenes Juwel. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg beim Aufwerten. Kann man kaufen. Achso. Scheint auf jeden Fall irgendein Event zu sein. Okay. Ja, gut. Meinetwegen. So, ja, ein paar Steine könnte man noch gebrauchen. Sehe ich gerade. Kaufen jetzt erstmal alles. Soweit ich das nicht brauche. Das brauchen wir auch nicht. Das. Ja, auch unwahrscheinlich, dass wir das noch gebrauchen. Okay, haben wir hier vorne waren glaube ich noch die konservierten Siegel, okay. So, und dann haben wir zumindest schon mal wieder ein bisschen Platz im Inventar. Weil, den brauche ich nämlich auch gleich und dann muss ich gleich sowieso nochmal dorthin. Ich habe hier ein paar Freundespunkte, wir können ja mal hier noch aufmachen nebenbei. Bekommt da hier schon mal ein bisschen Zaubermacht raus. Also das lohnt sich halt schon ganz schön doll halt eigentlich immer. So, zack, 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 zack. Und das war's. Joa, okay. Das ist doch schon mal eine ordentliche Menge. Wir versuchen mal zu sortieren. Und damit habe ich gefailt mit dem. Das mit dem Sortieren, das war natürlich scheiße. Weil ich jetzt die Rollen hier vorne drin habe. Ah, okay, gut, das war natürlich nicht so klug. So, das heißt, wir. Ja. Ja, okay, gut. Ja, das ist natürlich echt exzellent. Exzellent gelöst von mir. So, die Zaubermachtrollen hätte ich ganz gerne behalten. Verteidigung. Ja, gut, T3 ist das, ne? Ich glaube, das waren meine ganz normalen Rollen gewesen, die ich immer auflege. Dann nehmen wir die nicht. Hä, wo sind die denn jetzt gelandet? Die Ausweichenrollen. Hä, das waren noch 10 Stück, lol. Sind die gelandet? Ah, hier oben. Ah. Okay. Achso, hä, ist das nicht? Achso, das ist T1. Eieiei. Achso. Lol. Jetzt kann ich das halt auch. Doch, kann ich wegwerfen. Okay, ja, das Schutz hätte ich ganz gerne gehabt. Das Furor hätte ich gerne gehabt. Das können wir hier auch nochmal mit aufheben. Hier, Sprint ist okay, Verteidigung T2, Verteidigung D4, Magiewiderstand. Ja, das war dann natürlich eine blöde Aktion hier mit dem Aufräumen. Das war doof. Gebe ich auch zu. Lässt sich aber jetzt auch nicht ändern. Also wir nehmen hier die Ausweichen T4, nehmen wir halt trotzdem noch mit. Wir haben hier noch ein paar, ja, die Pots, die sind... Ja, das sind T5 Pots. Na gut, das hier kann weg, glaube ich. Das hier kann auch noch weg. Die Mana-Pötte, ne, können wir auch erstmal noch mit einlagern. Okay, jetzt haben wir hier noch ein paar Zier. Die Zier-Lix oder die Lix-T4 behalte ich mal noch. Und den Rest, Zaubermacht T1 ist das hier nur. Weil die können wir hier meinetwegen immer mal mit auflegen. Dann ist das auch in Ordnung. So, das hier weg noch. Das hier noch weg. Das weg. Und. Oh, ich weiß nicht, T3. Ja, ein paar Silber bekommt man damit schon, ne? Aber so viel halt auch nicht. So, gucken wir mal, ob wir jetzt, wenn ich das jetzt sortiere. Ja, damit habe ich doch auf jeden Fall schon mal trotzdem ausreichend Platz geschaffen. Gut wäre es jetzt eigentlich noch, wenn ich jetzt noch Vita-Rollen hätte. Ja, backt aber gerade hier noch ein bisschen. Ja, Moment. So, Vita-Rollen. Das WFT5 ist das hier, ne? Ja. Ja, Inventar kann man natürlich nicht sortieren, das ist, beziehungsweise das Lager lässt sich nicht automatisch sortieren. Bisschen doof, aber was soll's. Ja. So, jetzt sind wir natürlich auch endlich mal ready. Wir können ja hier mal noch die Quest abgeben. Ansonsten schaue ich mir mal an, was haben wir denn, haben wir denn die Möglichkeit für eine KQ oder sowas in die Richtung? Hat gerade alles gerade erst angefangen, ne? 18 Uhr. Naja, okay. So, da, Moment, da ist gerade hier noch eine Skype-Message rein. Okay, gut. Ja.
So, ja, ich habe Skype nebenbei noch offen, weil ich da eine wichtige Ankündigung gemacht habe. Ja, der Black ist nämlich momentan krank. Das bedeutet, meine morgige Aufnahmesession oder unsere morgige Aufnahmesession eigentlich zu Civilization 4? 5, nee, 5. 5 ist es. fällt nämlich aus und das ist natürlich, ja, blöd, aber zählt ja nichts. So, wir schauen jetzt mal, was haben wir denn jetzt noch? Wir können mal gucken, ob wir. Ja, was wollte ich denn? Ach ja. Wir werden jetzt mal in dieser Folge anfangen, weiter zu questen. Ne? Wir hatten, glaube ich, wir müssen, ja, wir waren eigentlich, sind eigentlich auch schon auf dem richtigen Weg. Wir müssten, wenn dann halt in. War das das verborgene Gefängnis? Ja, genau, richtig, richtig. So hieß das Gebiet. Okay. Da ist es nämlich, also. Es ist jetzt so, ich konnte jetzt mit dem Julian nicht unbedingt aufnehmen, beziehungsweise es hat sich jetzt nicht so ergeben, dass wir halt miteinander aufnehmen konnten. Er hatte jetzt, er war jetzt die letzten paar Tage war er da gewesen, aber ich hatte irgendwie, muss ich sagen, entweder keine Lust, beziehungsweise war selber noch in der Aufnahme gewesen. Das wurde der eine Tage hatte ich keine Lust. Da wollte ich halt lieber was anderes spielen. Ja, gibt's halt auch manchmal. Ist halt so. Ne? Und den anderen Tag war ich selber in der Aufnahme. Hat sich natürlich ein bisschen schlecht ergeben. Ne? Und jetzt für heute war die Aufnahme auch nicht so direkt angesetzt eigentlich. Beziehungsweise meine Freundin ist momentan unterwegs. Und das bedeutet für mich natürlich Zeit zum Aufnehmen. Aktuell noch. Hab mir auch heute schon mal wieder ein kleines bisschen was an Equipment schon mal bestellt für meinen Aufnahmeraum. Ne, Kleinigkeiten halt in erster Linie. Aber ich denke, es geht so langsam durchaus voran. Ne? So, das heißt, da ist auf jeden Fall schon mal wieder eine Sache auf jeden Fall weniger. Und da können wir auf jeden Fall ein bisschen was draus machen. So, wir brauchen 30 Navar. Das ist, ist das die wiederholbare? Könnte die wiederholbare? Könnte eine wiederholbare sein? Hatten wir, glaube ich, auch angefangen gehabt. 3, 4, Eckzahn, Wimper eines. Kann ja hier nochmal na nachschauen. Warte mal, wie hieß denn die Quest? Muss gleich nochmal schauen, wie die Quest hieß. So. Und zack. Weil, was ich halt sagen muss, ist, dass die. Die Musik ist noch ein bisschen zu laut. Okay. So, die Musik ist jetzt auf jeden Fall wieder leiser, aber die Effekte sind trotzdem noch da. Das ist schön. Gut, so. Also wie gesagt, wir brauchen erstmal noch die Navar, also das ist die wiederholen. Ja, gut, nehmen wir die wiederholbare halt einmal mit. Ne, schadet jetzt für den Moment aber auch nicht unbedingt. Ne? So, zack. Wir versuchen jetzt halt. Die Questen hier zu erledigen, werden wir halt auf jeden Fall benötigen und versuchen dann auch nochmal in Fino und Co. nochmal reinzukommen. So, zack. So. Ja, gut, 74, ne? Ja, PKQ wäre 75, ne? Ja, ich glaube, geht irgendwie erst 20 Uhr los, ne? Zeitverschiebung war ja auch noch nicht wirklich gewesen, ne? So dass es da noch zu keiner direkten Änderung gekommen ist. So, was wollte ich an sich noch erzählen? Ja, wie gesagt, mit dem Julian hat es halt nicht geklappt. Freundin ist unterwegs, deswegen kurze Aufnahme. Wir haben ansonsten, ja, muss ich nochmal drauf schauen. Ich habe nämlich heute versucht, also, ach ja, genau, da kann ich erzählen. Ja, am Wochenende oder kurz vorm Wochenende wurde ich nämlich, also beziehungsweise erstmal, meine Krankheit hat sich. Ist jetzt wieder in Ordnung, so halbwegs. Noch kleinere Auswirkungen. Es war 2 Tage lang, war es ziemlich übel gewesen eigentlich. Genau nachdem ich die Aufnahme, ich hatte die Aufnahme, habe ich am Montag letzte Woche gemacht. Und genau danach hat es wirklich mich so richtig weggehauen. Also man hat's, ich für meinen Teil habe schon ein Stück weit in der Aufnahme halt herausgehört, dass es mir nicht zu 100% gut ging. Man hat da schon auch schon was an der Stimme halt gehört. Aber ja, danach ging es halt erst so richtig los und der Dienstag war dann ganz, ganz übel gewesen. Habe ich mich gar nicht danach gefühlt und ja, dann bin ich halt dann dienstags zum Arzt gegangen, schnell mir mal einen Krankenschein geholt und dann halt 2 Schultage halt zu Hause geblieben. Ne? Ich wollte eigentlich wollte ich durchziehen, weil es eh nur 2 Schultage auf 6 Stunden gewesen sind zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe es irgendwie nicht wirklich geschafft. Also es war
Gibt halt Menschen, ne, und da ist es halt so, ne, die kriegen das halt vernünftig hin, aber bei, also das war halt kein, nicht nur eine Erkältung, sondern ein richtiger grippaler Infekt. So hier, es war, ist auch die Krankheitsbezeichnung und ich habe Level ab 74, das heißt die Levelente ist auch wieder da. So nannte man das früher mal. Das hab ich von Black habe ich mir das abgeschaut. Wir haben, ja, ein paar Questen haben wir, ne? Ja, zum Glück funktioniert diese Buchse, funktioniert zumindest noch. Das ist schon mal schön. Nämlich die Buchse von meinem Handy funktioniert nämlich nicht mehr. Und das ist ein Zustand, der mir momentan nicht so besonders gut gefällt. Muss ich auch gestehen. Und ja, das ist natürlich eher kontraproduktiv. So, zack. Nehmen die hier Dinger hier noch mit. Muss ich mal schauen, was die eine Quest, die da noch rüber ist. Die Bestarium-Questen bringen natürlich viel. Sollten zumindest viel bringen. Ja, nee, die hier nicht. Kenten. Ja, gut, sind auch nur. Okay. So viel bringen die dann halt doch nicht am Ende, okay. Naja, gut, ich stecke für meinen Teil halt erstmal nochmal mein Headset rein, damit ich auch für die Aufnahme gerüstet bin. Dann ist das zumindest geklärt. So, okay, dann schauen wir mal, was brauchen wir als nächstes. Wir bräuchten goldene Fledermaus. Sind das die Dinge, Antibiotika, goldene. Würde ich jetzt nicht so bevorzugen, um ehrlich zu sein. Hier unten die Funkenhunde könnten wir noch gebrauchen. 10 Hörner. Ja, bin mir nicht sicher. Der Tee aus den. Ja. Weiß nicht, ansonsten verborgenes Gefängnis in Etage 2 könnte wäre vielleicht gleich noch eine Möglichkeit, da was zu machen. Wobei ich eigentlich die Questen lieber annehmen sollte, ne? Wenn ich dann sowieso schon hier unterwegs bin, ne? Wäre es eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, ich glaube, wir werden das machen. Das heißt, wir werden jetzt erstmal noch nach. Wir nehmen jetzt einen Port. Nach Uhuga. Und schauen uns dort einfach mal an, was wir dort für Questen haben. Da sind zwei, soweit ich das sehe gerade. So, Questliste annehmbar, besiege die Echsenmänner. Zack. Ich glaube, das ist die wiederholbare. Im Schlummerwald. Jetzt so auf 74. So, böse gewordene Bäume. Ach, nur der legendäre Baum. Ah, okay, cool. Der ist auch mit dabei. Das ist schön. So. Quests bzw. Skills werde ich mir jetzt diese Folge bzw. dieses Level noch keine holen. Das können wir auch gerne mal das eine Level noch abwarten. Bis wir dann auch die Doppel-AOE haben. Und hier ist enorm viel. Eieiei. Jetzt richtig viel. So. Also Questliste, Bestarium Karl annehmbar. Zack. Ja, ich weiß schon, in dieser Folge nicht wirklich viel passiert. Ich habe ein bisschen gehauen, konnte ein bisschen hauen und habe mehr erzählt irgendwie. Oder, ja, wie dem auch sei, ne? So, naja, gut. Wie gesagt, wir haben, was habe ich jetzt bisher alles im Grunde genommen erzählt? Ich habe erzählt, dass, ja, ich, ja, Schule war, bla bla, dass ich krank war und so weiter, der Black auch krank ist und so weiter. Ja, und dann natürlich zum allen Überfluss, ne? Wurde ich dann auch noch am Freitagmorgen geblitzt und es war halt so räudig. Schön in der 30er-Zone. Oh, das hat sich doch gelohnt an der Stelle. Das war nicht so cool. Ne? So, wirklich schön in der 30er-Zone erwischt. Mit wahrscheinlich irgendwas um die 50. Das wird nicht so witzig. Am Ende halt auch ohne Gurt oder sowas in die Richtung. Das ist auch uncool und ungünstig. Weiß nicht, ich fahre eigentlich immer im Normalfall schon mit Gurt. Aber im Grunde genommen, wie soll man sagen, wir waren ein bisschen spät dran, meine Freundin und ich. Und ja, wie soll man sagen, und um halt diese paar Sekunden dahingehend halt zu sparen, mit dem Gurt ranmachen, habe ich gesagt, okay, gut, lässt es halt bleiben. Und naja, gut, ich bin jetzt, wie gesagt, das Problem ist, war bei der 30er-Zone, da war gerade kurz bevor die 30er-Zone angefangen hat,
habe ich gerade angefangen zu beschleunigen. Und gibt halt auch Autos, und mein Auto ist dafür auch so ausgelegt, wo es sehr, sehr schwierig ist, nur auf 30 km/h zu fangen und fahren. Dann kannst du eigentlich fast schon im zweiten Gang nur im Leerlauf fahren und dann bist du schon auf 30 km/h drauf. Ja, ist schwierig. Naja, lässt sich aber jetzt so nicht ändern. Wir haben hier noch bei Wache Nuss eine Quest. Zack. Annehmen wir auf Nimmerwiedersehen, Albtraum, nehmen wir noch mit an. Und dann muss es hier an dieser Stelle für die Folge auf jeden Fall auch schon mal gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Einschalten. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.